Grünschirm ist ein giftiger Pilz, der in Chemieverwendung findet. Ja. Das klingt man auch schon am, hört man auch so schon am Namen raus. So, wir können uns mal erkundigen, was mit der Brücke hier los ist. Bevor wir dann in die Stadt gehen. Also, mehr können wir auf der Seite der Stadt nicht mehr machen. Ja, die Brücke sieht kaputt aus. Hier ist gesperrt. Bauarbeiten. Sehen wir. Aber ich wollte doch nur die Brücke benutzen. Ich weiß. Wenn es der Hohen Herrschaft nicht schnell genug geht, dann müsst ihr euch wohl mit dem Weg jenseits der Stadtbaum begnügen. Als Hohe Herrschaft werdet ihr sicher kein Problem haben, die Stadt zu durchqueren. Worauf wartet ihr noch? Wir haben zu tun hier. Ich habe keine Zeit zum Schwatzen. Und die Glocken schlagen in Talon. Also wir sehen von hier aus die Kirche. Jetzt habe ich kurz Zeit. Darian ist gerade mal weg. Ich lasse euch doch lieber weiterarbeiten. Du sollst wegen mir keinen Ärger haben. Ich wollte etwas wissen. Gerne, aber bitte haltet kurz, das bekommt wieder Ärger. Wie kommen wir dort hinüber? Schwierig, nach Talon in Richtung Westen sollte noch gehen. Die Brücke dort sollte unversehrt sein. Aber gebt auf euch Acht, von dort kommen diese widerwärtigen Goblins. Ich wollte noch etwas wissen, gerne, aber bitte haltet es kurz, das bekomme ich wieder Ärger. Was tust du hier? Naja, ich meine, wir versuchen die Brücke wieder halbwegs in Ordnung zu bringen. Tja, und dann nichts wie hinter die Stadtmauern, bevor uns die Bestie holt. Welche Bestie? Wer ist Darian? Darian ist der da hinten mit dem alten Hitzkopf, ist nicht gut Äpfel essen. Immer schlecht gelaunt, am besten ihr lasst ihn einfach in Ruhe. Ja, ich will dir keinen Ärger machen, dann arbeite mal weiter. Ich glaube, von ihm hätten wir auch die Parole kriegen können, um in die Stadt zu kommen, wenn wir die nette Dame nicht mitgenommen hätten. Und ja, hier ist eine Landkarte. Weil wir haben jetzt dann die Möglichkeit, ja, wie soll ich es ausdrücken? Von dieser Stadt hier nach Ferdok und zurückzureisen. Was ganz praktisch ist. Wo ist Talon eigentlich? Da drüben. Weil das die zweite große Stadt eigentlich ist. In Anführungszeichen. Also sie ist nicht annähernd so groß wie Ferdok. Natürlich. Sonst würde sie nicht auf eine Map passen. Mit Umland. Auf der anderen Seite gibt es hier neue Händler. Und Lehrmeister. Und Zeug zum Zerdeppern und Einsacken natürlich. Wie zum Beispiel helles Pferdocker, was einfach mal im Krug, im Fass liegt. Gallo Frantrich hat mich im Stich gelassen. Er hatte mir die Zunge versprochen, aber als ich sie holen wollte, hatte er keine mehr. Bei allen Zwölfen. Heutzutage ist doch auf niemanden mehr Verlass. Ja, was gibt's? Was war hier gerade los? Ach, der junge Herr hat mich beauftragt, ihm Kuschelmazungen zu besorgen. Hätte auch eine schöne Summe dafür bezahlt, aber dieser fette Händler Frantrich, bei dem ich die Zunge hätte kaufen sollen, ist wohl bloß ein großer Schwätzer. Ich würde gerne noch was wissen. Gibt's? Wer war das gerade? Der junge Herr, ein gewisser Röhm von Salmingen, ist zum Apfelfest gekommen, genau wie all die anderen Hochwohlgeborenen hier. Ich habe schon ein paar Geschäfte mit ihm gemacht und eigentlich ist er für einen Adligen ganz in Ordnung. Aber wer bekommt nicht, was er will, dann wird er richtig unausstehlich. Ja, was gibt's? Könnt ihr mir etwas über Talon erzählen? Ach, da gibt es nichts viel zu erzählen. Kleines verschlafenes Nest, wenn das Apfelfest nicht gäbe. Würde kein Mensch dieses Kaff kennen, aber so ist es hier zumindest einmal im Jahr etwas los.
Obwohl, zurzeit ist das hier alles andere als verschlafen. Alles mögliche Gezücht macht sich hier im Tal breit und Stipfitz ist mit der Situation mal wieder komplett überfordert. Er schafft es einfach nicht, den Leuten hier die Angst vor der Nachtbestie zu nehmen. Vielleicht sollte er den Hauptmann einfach mal machen lassen. Ja. Ich habe etwas über eine Bestie gehört. In letzter Zeit geschehen hier in der Nacht seltsame Dinge. Vieh wird tot am Feld gefunden und Menschen verschwinden in der Nacht. Stipfitz sagt, das waren die Goblins und die hätten wir hier bald vertrieben. Aber Goblins beißen keine Kühe in zwei Stücke, oder? Was könnt ihr mir über den Bürgermeister erzählen? Der Bürgermeister ist eigentlich kein schlechter Kerl, aber die Situation gerade scheint ihn komplett zu überfordern. Naja, es ist auch etwas viel auf einmal. Der Hauptmann der Wache, erzählt mir von ihm. Toller Bursche, war Söldner im Orkensturm und hat wohl Greifenfurt überlebt. Der würde am liebsten gleich alleine gegen die Plünderer losschlagen. Ihr findet ihn wahrscheinlich am Westtor. Ja, was gibt's? Ja, danke, leb wohl. Also, Thema Zungen. Der gute Gallo hat uns ja diese Zungen... Gallo Frantrich. Wir haben diese Zungen, die er da eigentlich an diesen Edelmann verkaufen wollte. Und das könnten wir theoretisch jetzt auch machen. Oh, Mutter Süßen. Städterin. Also ich glaube, es... Jetzt kann behaupten, was er will. Da draußen treibt eine Bestie ihr Unwesen. Bloß ein paar Goblins. Mein Schwager brauchte gestern etwas länger, um die Schweine zurück in den Stall zu treiben und kam erst nach Einbruch der Dunkelheit am Rattelshof an. Kurz vor dem Hof haben die Schweine Angst bekommen und eines ist durchgegangen. Er wollte es wieder einsammeln, aber dann hat er aus dem Wald ein Schnauben und Stampfen gehört und hat es mit der Angst zu tun bekommen. Am nächsten Tag haben sie das arme Schwein gefunden. War kaum noch was übrig von ihm. Überall war Blut. Die Bestie hat deinen Schwager erwischt. Nein, das Schwein, das ihm durchgegangen ist. Ich hab doch gesagt, das arme Schwein, nicht das dumme Schwein. Gott, wie nett. Hallo, Katze. Also ja, erstmal Fässer zusammenschlagen. Man nennt mich Mutter Süßen. Was wünscht ihr von mir? Erzählt mir von euch, gute Frau. Alle melden mich Mutter Süßen. Ich bin Gemischtwarenhändlerin und arbeite für Kaufmann Eirich. Kann ich euch etwas anbieten? Dann zeigt mal eure Waren. Ein Schleifstein, ein Waffenbalsam, Verband, Seife. Also wir nehmen den Schleifstein und wir nehmen... Das Waffenbalsam, wir nehmen die Heilsalbe. Ach, nehmen wir auch den Verband, Blut, Ekel und Seife. So, und dann verkaufen wir mal. Ich habe hier ein Fechterhemd, eine Lederjacke, eine Stoffmütze. Ein paar Sehnen, Wildschweinzähne. Schlingenfallen, Bärenzähne. Die Molkaschas, die nichts wert sind. Kurzbögen. Helles Pferdocker, Krähenfüße. So. Den Schleifstein können wir stecken, das können wir stecken. Mundpulver. So. Das können wir noch alles verkaufen. Das ist schon gesteckt. Die Seife können wir noch stecken. So, dann können wir mal gucken, was zahlst du uns? Traios schütze mich vor unfähigen Dienstboten. Es kann doch nicht so schwer sein, einen einfachen Auftrag auszuführen. Ja, nur was wollt ihr von mir?
Wer seid ihr? Ich bin Räum von Salming. Eigentlich interessiert mich dieses alberne Apfelfest herzlich wenig. Meine Reise hat mich nur hergeführt, weil meine liebe Frau Mama sich zum Feind ist, selber beim heiligen Baum für den Erhalt ihrer bedeutenswert robusten Gesundheit zu opfern. Ihr könnt euch gar nicht ausmalen, welche Bürde man mit manchen Menschen zu tragen hat. Ich würde gerne über was anderes sprechen. Ich habe ein paar Fragen an euch. Wenn es sein muss, was wollt ihr wissen? Was habt ihr eigentlich gegen eure Frau Mutter? Glaubt mir, würdet ihr sie kennen, würdet ihr nicht fragen. Ja. Wart ihr nicht ein wenig zu harsch zu diesem Dienstboten? Von wegen, mit Leuten, die einen den Tag ruinieren, kann man gar nicht harsch genug umgehen. Ich habe noch mehr Fragen. Schönes Wetter heute, findet ihr nicht? Also wenn das Wetter in dieser Gegend eure einzige Sorge ist, seid ihr tapferer, als ich dachte. Ja, ich würde gerne über was anderes reden. Von welchem Auftrag sprecht ihr? Ach, dieser dumme Dienstbote. Er hatte den Auftrag, hier in der Grafschaft nach Koschamazung für mich zu suchen. Eine ganz besondere Karikatesse, nur leider nicht ganz einfach zu bekommen. Was soll's, gehe ich wohl leer aus. Hätte ich mich doch bloß an jemand anderen gewendet. Ihr werdet es nicht glauben, aber ich habe hier ein Päckchen Koschamazung bei mir. Ich fürchte, ich werde euch da nicht helfen können, aber ich würde gerne über etwas anderes mit euch sprechen. Bieten wir mal die Zungen an. Wirklich, lasst mich sehen. Tatsächlich Koschamazungen bei einem 12. Hört mir zu, ich mache euch ein Angebot. Ich wäre bereit, euch 20 Dukaten für das Päckchen zu zahlen. Was sagt ihr? Ich weiß nicht so recht. Dafür bekomme ich doch sicher mehr, oder? Seid nicht unverschämt. Der Preis, den ich genannt habe, ist äußerst großzügig. Wenn ihr nur hier seid, um mich zum Narren zu halten, habe ich leider keine Zeit für euch. Okay, also, er gibt mir 20 Dukaten. Und er ist eigentlich auch derjenige, dem die Zungen gehören. Oh, noch mehr Waffenbalsam. So, heller und einfacher Verband. Noch ein Waffenbalsam, was wir jetzt zu viel haben. Und eine Bärenfalle. Also ja, Talon ist wenigstens ein übersichtliches Städtchen. Wir haben nur sehr viel zum Erkunden und zum Zertrümmern hier erst einmal. Mein Atem geht ruhig. Sprich, Freund. Alles klar. Das bin ich. Bolzen hat sie noch ein paar. Ja, hier sind auch die Werkbänke ziemlich zentral gelegen. Mit Händlern und allem drum und dran. Inklusive verschlossenen Truhen und allem. Hier ist ein bisschen Geld, Seife und Heiltrank. Okay. Das heißt, Gladys, versuch mal zu, hier reinzugucken. Gut. Wow, Kohle und Sandstein. Lass das mal Problem machen. Kann Vorgrim trotzdem mal einsacken. Und ja, hier können wir nach hinten rausgucken. Ist wohl die perfekte Schützenplattform. Naja, perfekt ist sie nicht gerade, muss man sagen. Aber wenn Goblins angreifen sollten aus der Richtung, können sich da Bogenschützen postieren. So.
Und ja, ich werde mich erstmal ordentlich umsehen, bevor ich mit den Leuten anfange zu reden. Also hier ist der Hauptmann, hier ist noch ein Magister. Also das sind eher die wichtigen, die Händlerleute und so. Ja, der Hauptmann. Vor allem werde ich erstmal Fässer klopfen.